Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Genau, wir sind in Folge 220 und alles, was ihr heute seht, und das sind eine ganze Menge Gebäude, sind alles auch gedacht für die Leute mit der PlayStation, mit der Xbox, den LS22 spielen. Ihr solltet diese Mods auch zu bekommen haben. Wir haben hier Hallensysteme, wir haben Werkstätten und Tankstellen und Schweineställe in klein und hier seht ihr den Schweinestall in klein. So simpel ist es. Ein kleiner, einfacher Schweinestall. Da seht ihr es selber. Die Tiere gehen rein und 10 Schweine passen hier rein. Die 10 Schweine haben wir schöne Unterstellmöglichkeit, wo sie runtergehen können. Das ist halt ein alter Gehöft, ne? Schweinestall und einen kleinen Bereich für draußen. Das ist jetzt nicht riesig groß. Man hätte wahrscheinlich auch einen anderen Untergrund wählen sollen, wie das, was ich gemacht habe. Aber ihr seht selber, es ist funktioniert. Es ist eine einfache Geschichte. Und es ist halt für 10 kleine Schweine gedacht. Ja, ne? Hätte man vielleicht noch einen Tick größer haben können, auch die Möglichkeit, das Ganze zuzumachen für den Winter. Aber wie gesagt, das ist erstmal die eine Variante. Wer weiß, wo es im Winter hinkommt. Vielleicht ist das ja mehr das Sommerdomizil. Ja, gucken wir uns gleich dementsprechend auch an, was das Ganze kostet. Ich werde das Ganze mal hier zusammenfassen mit der kleinen, genau, brasilianischen Tankstelle. Da seht ihr das Ganze. So sieht das Ganze aus. Und hier steht: Silo ist leer. Das ist der ganze Knackpunkt an der Geschichte. Und dann seht ihr das Ganze hier natürlich dann auf Portugiesisch beschrieben, weil es eine brasilianische Tankstelle ist. Ne? Aber schön klein, knackig, einfach gemacht. Könnt ihr ohne viel Platzaufwand hinstellen. Sieht dementsprechend gut aus. Ich würde sagen, die beiden Sachen vorab zeige ich euch schon mal im Shop. Die finden wir nämlich nicht unter den normalen Sachen, sondern wir finden das Ganze falsch. Container, glaube ich. Genau. Da ist die Tankstelle, ne? Da könnt ihr das Ganze hinfüllen und die Fahrzeuge befüllen. Und zum Lagern von Diesel, 10.000 Liter gehen dementsprechend rein, 13.000 müsst ihr dafür bezahlen. Die andere Variante ist der Schweinestall, da seht ihr selber, der kostet nur 10.000. Futtergeschichten und sowas sind natürlich sonst die üblichen, die da reingehen, kostet 10.000, ihr müsst da, könnt da 10 Schafe unterbringen. So einfach ist das Ganze. Die kleinste Variante sonst ist 30 Schafe für 28.000, hier so ein bisschen Gebäude dabei und kostet 10.000, also preislich ist das soweit schon okay, finde ich. Ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich glaube, wir laufen als nächstes hier mal hinter dem Stall nach außen, weil hier gehören ein paar Sachen von zusammen. Aber wir haben hier als erstes mal eine Lohnunternehmerhalle. Da seht ihr das Ganze, das ist so ein bisschen über Eck gebaut. Der Hauptpart ist, glaube ich, von der Rückseite, deswegen laufe ich hier auch einmal freundlich rum. So, ne, ihr seht hier schon Hallensachen, die können wir auch aufmachen, können wir auch rein, sieht auch wunderbar aus, diese, ne, diese Gebälkgeschichte hier finde ich sehr, sehr schön, man sieht auch richtig die Bolzen, hier hätten sieht man noch irgendwelche Containergeschichten, hier noch ein bisschen was, aber wie gesagt, der Boden ist jetzt von mir nicht angepasst, deswegen sieht das auf dem Boden ein bisschen komisch aus, aber ihr seht, das passt sonst schon. Hier hat man dann sonst noch die Möglichkeit, noch Sachen unterzustellen, das ist auch nicht gerade klein. Man muss so ein bisschen auf die Kante hier achten, weil so hoch wie der Träger ist es halt nicht. Höhere Fahrzeuge könnten hier Probleme machen. Ne? Also wie gesagt, das ist ein schönes Gebäude über Eck, eine Halle, ein so kleines Bürogebäude. Da kommt man aber nicht rein und halt die Unterstellmöglichkeit, das ist eine Hallenoption. Das zeige ich euch dann aber gleich im Shop, wenn das insgesamt ist. Das hier ist ein Werkstatt-Set, wenn ihr so wollt. Das sind mehrere Werkstätten. Ihr seht hier auch die Kontaktsachen immer gleich da vorne vor. Hier seht ihr dann die verschiedenen Möglichkeiten, um reinzufahren, um das Ganze zu reparieren. Hier gehen auch größere Sachen rein. Wir haben hier schön noch Dekomaterial, bisschen größeren Reifen, der da noch liegt. Hier sieht man noch einen kleinen Kompressorgeschichtenkram. Hier noch Gasauffüllstation, ne, wenn man das auffüllen lassen will. Dann hier, ne, diverses Zubehör über Öle, über eine Ameise, ne, über Werkstattzubehör und ne, man hat auch anscheinend mehrere Kaffeemaschinen, die man braucht und kann unheimlich viel Küchenpapier benutzen, aber da hat man nie genug von. Ne? Also wie gesagt, hier der ganze Deko-Part, alles was dazugehört. Wenn wir sehen, wir haben hier eine Option für Werkstatt, können wir öffnen, ist kein Fahrzeug da. Ne? So simpel ist es. Die Hallen können wir auf und zu machen, wenn wir in der Mitte stehen, können wir auch die Beleuchtung anmachen und die sieht auch sehr, sehr gut aus. Man sieht die ganze Hallenträgergeschichte deckentechnisch. Das sieht alles sehr gut aus. Die Strahler sind schön so im Bogen jeweils angemacht, dass die Beleuchtung auf dem Boden hier auch Sinn macht. Und wie gesagt, man hat hier die ganzen Rolltore, die man noch aufmachen kann. Ne? Sieht man schön. Die rollen sich dann auch auf. So simpel ist es. Ja, das ist Werkstatt Nummer 1.
Werkstatt Nummer 2 ist hier noch ein bisschen Außendekoration drumherum. Ihr seht hier noch ein paar Schlauchgeschichten und sowas liegen. Hier auch noch schön Deko rumgesetzt. Bisschen Holzbretterkram. Hier ist dann eine einzelne Werkstatt drin. Das ist ungefähr das, was drüben die einzelne ist. Ist hier das Ganze nochmal. Als Durchfahrtshalle finde ich sehr angenehm. Durchfahren ist immer gut. Rückwärts rausfahren ist immer eine sehr ärgerliche Geschichte. Auch hier haben wir den Zubehörpart. Sieht ähnlich aus, klar. Ist natürlich auch, das kommt aus der gleichen Mache. Deswegen sind die Werkbänke und die Gasauffüllstation, die sieht immer noch gut aus, auch wenn sie jetzt hier stehen. Ne? Hier kann man die ganze Sache aber kriegen. Hier haben wir noch eine kleine Sitzecke, wenn man auf was wartet. Ne? Und hier ist dann der Werkstatt-Trigger an sich. Auch hier können wir die Hallenbeleuchtung anschalten. Das sind das so einzelne Spots, die untere Decke sind. Man sieht aber schön mit Verkabelung und allem drum und dran. Nächste Werkstatt, die wir haben, da laufen wir mal hier rum. Da seht ihr dann, dass es auch wieder eine größere ist, vom Baustil ein kleines bisschen anders. Aber hier seht ihr Testing Bay, auch hier die verschiedensten Sachen drin. Deko ist dann dementsprechend ähnlich. Teilweise sind dann halt da farbliche Unterschiede da. Und dann haben wir hier nochmal eine einzelne Werkstatthalle. Die hat an der Seite auch eine schöne Unterstellmöglichkeit. Und so viel ich weiß noch, Solar auf dem Dach, das gucken wir uns aber auch an. Aber das ist dann auch nur rein und wieder rausfahren, das heißt, ne, die Deko-Sachen sind auch hier die gleichen. Man stellt sich natürlich auch nicht alle vier hin. Ne? Das ist der Part hier in der Richtung. So, dann laufen wir hier nochmal eine Runde rüber. Hier habe ich meine Huppelpiste gebaut. Da können wir ein bisschen durchs Gelände rennen. Hier hinten fangen wir nämlich jetzt einfach mal an mit der Doppelgarage. Also die vier Werkstätten waren eine Mod. Das Lohngebäude ist auch eine Mod. Alles andere hier, diese Werkstatt hier, hätte ich was gesagt, das ist keine Werkstatt, sondern eine Garage, ist eine Doppeltürgeschichte. Da seht ihr, es fährt schön auf, eine sehr schöne große Einfahrt, hat hier dementsprechend auch eine Händlerfunktion, eine Werkstatt- und Konfigurationsmöglichkeit und eine gute Parkmöglichkeit. Also sehr schöne Geschichte. Auch hier haben wir eine Beleuchtung drin. Die ist auch spezifisch zu den Röhren, auch mehr an den Röhren orientiert. Ihr seht selber, hier sind etwas dunklere Spots mit dazwischen. Also das passt dementsprechend schon. Ne? Schöne Halle, sieht auch sehr gut aus. Ein bisschen Dekomaterial, ne? Und sowas haben wir hier dementsprechend auch drin. Ne? Hat schon was, kann man nicht anders sagen. Und man hat halt hier noch die Fahrzeugoptionen, die man öffnen kann halt. Ne? Wenn man so außen rum guckt, hier auch die Glaseinheiten und sowas, finde ich, sind sehr schön gemacht. Ne? Dekomaterial jetzt noch nicht so viel, aber Texturen von den Steinen und sowas her, das ist alles mehr als okay. Diese Halle mit Werkstatt ist eine einzelne Mod, zeige ich aber gleich auch nochmal. Jetzt kommen wir zu einem englischen Hallen-Set. Das besteht nicht nur aus Hallen, sondern auch als Unterständen. Ihr seht ja auch schon eine Variante 1 mit schön bisschen Efeu-Geschichten drumherum. Die zweite Variante haben wir dann hier. Die sieht optisch ein bisschen anders aus und ist auch ein Tickchen länger, glaube ich. Ne, ist genauso lang. Gibt es aber dann in verschiedenen Farben. Ne, genauso wie auch diese Hallen hier zum Beispiel, die hier stehen. Die sind einfach in verschiedenen Farben. Deswegen stehen die auch hier. Das sind einfach Unterstände, wie ihr hier seht. Ne? Hier stehen noch so ein paar Hütchen davor. Ich habe das natürlich schlauerweise nicht alles angepasst. Beleuchtung sind hier nicht, aber ihr seht, schön groß und tief. Hier passt auch ein Drescher oder sowas rein. Das ist schon alles okay. Hier habt ihr dementsprechend auch nochmal so einen Unterstand. Hätte ich vielleicht ein bisschen den Boden anpassen sollen, habe ich aber nicht. Und dann haben wir dementsprechend zu diesen beiden Unterständen und zu den beiden Unterständen hier noch die Hallenversion. Die unterscheiden sich reinweg in der Farbe, wie ihr seht. Das ist aber, ne, dunkelgrau, grün und rot. Hier haben wir Fässer und anderes Dekomaterial. Können hier dementsprechend auch drin, haben wir eine schöne Ablaufrinne. Und das ist dann die Halle hier. Das ist dann auch als Getreideschütt gedacht. Deswegen sind hier auch die Betonseitenwände da, dass man auch was hinschütten kann. Natürlich nicht so, wie ich es gemacht habe, da wird es nämlich unter durchgehen. Sondern dann müsst ihr schon den Boden ein bisschen anpassen. Und hier auch die Dekorationsgeschichten hier, die kann man auch benutzen und irgendwo anders hinstellen. Das funktioniert auch. Ne? Hier ist noch ein Büropart so, ne? oder eine Betriebsgeschichte. Ja, Belüftungsanlage und sowas. Das ist auch okay. Und hier hätte man auch eine kleine Seitentür, wo man das Ganze auch durchbetreten kann. Ja, das ist schon der ganze Spaß. So sieht das Ganze aus. Ich finde es sehr schön und ordentlich gemacht, kann man nicht anders sagen. Ne? Auch hier die Hallen, ne? Also sehr schöne Sache. Ich werde hier mal so eine mal so ein bisschen mehr einmitten schon. Und jetzt zeige ich euch hier natürlich auch noch, was der Spaß dann von den Hallen her kostet. Wir hatten die Tankstelle und das andere ja schon geguckt. Deswegen sind wir jetzt im Bereich der Hallen. Das ist die letzte von den normalen. Da seht ihr, das hier ist das Maschinenhalle mit Werkstatt. Das ist halt das Lohnunternehmergebäude. Darunter läuft das dementsprechend dann, wenn ihr die Mod sucht.
Dann haben wir hier die Hallen und Unterstände aus dem englischen Set. Da seht ihr einfach, das ist im Prinzip die Grain Storage, die ihr gerade gesehen habt. Ne? Das sind die kleinen Hallen hier. Das sind die Unterstände mit geschlossenen Seitenteilen. Das sind die Unterstände, die wir halt normal haben. Ne? Und das ist die Doppeltorgarage. Das ist der ganze Punkt. Und dann haben wir halt noch unter Tools die Werkstätten. Da seht ihr es auch, das ist das letzte normale, die Fahrzeugwaage. Ne? Der englische Workshop, den ersten, den wir gesehen haben, mit den drei Türen. Ne? Das ist halt einmal Drive-Thru, das heißt, da kann man durchfahren und einmal nicht. Da unterscheiden die sich halt 60.000 und 90.000. Dann hatten wir den amerikanischen Workshop und den Low-Budget-Workshop. Das ist der hier, der hat Solar auf dem Dach, aber das bringt euch in dem Sinne nichts. Ne? Wenn ihr jetzt hier nochmal guckt, also das ist wieder, das war die ohne Durchfahrt. Das habe ich vielleicht vorhin nicht richtig beschrieben. Und hier, da seht ihr auf der anderen Seite, das ist die Variante mit der Durchfahrt. Ne? Wie man es dann halt dementsprechend haben möchte. So einfach ist es. So, ja, ich würde sagen, ich stelle das Ganze hier so mittig hin und dann, ja, war es das für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.